Überraschung und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. War heute nicht angekündigt, aber ich dachte mir, ich möchte gleich mal meine neuen Einstellungen testen, ob das Video denn jetzt auch so im 16:9 Format dargestellt wird, wie ich es auch eingestellt habe. Also pray for God, dass es funktioniert. Und ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Überraschungspart. Ja, und da sind wir auch schon. Was haben wir denn im letzten Part gemacht? Wir haben uns auf jeden Fall diese ultra schicke, warme Fellrüstung gecraftet. Und ich weiß auch nicht, warum sie so grantig reinschaut. Wahrscheinlich hat sie heute einen schlechten Tag. Aber na gut, hat ja jeder mal von uns. Und wir haben dem Schmied hier diesen kleinen Unterstand gebaut. Ich hoffe, er fühlt sich da wohl. Und ansonsten haben wir im letzten Part eigentlich nicht so viel gemacht. Wir gucken jetzt mal ganz kurz ins Tagebuch. Wir haben ja zwei Quests. Und zwar einmal säubere den Elixierbrunnen und das andere ist, dass wir einen Gleiter herstellen sollen. Ich würde ganz gerne vielleicht zuerst mal den Gleiter herstellen, aber das kann ich nicht bei ihm, sondern dafür muss ich, glaube ich, wieder zu meiner eigenen Werkbank düsen. Machen wir das doch mal und schauen, was dieser Gleiter kostet. Miasmaholz. Miasmaholz ist das, was wir jetzt dafür noch brauchen, und zwar 8 Stück. Tierfellgarn, Miasmasporen. Das haben wir auf jeden Fall. Ach so, der Greifhaken, Metallschrott. Stimmt, das war das, was uns dann noch gefehlt hat. Und Miasmasporen also. Vielleicht ist es dann doch eine bessere Idee, wenn wir zuerst, jetzt lasst mich mal auf die Karte gucken, wo das ist. Hier ist der Elixierbrunnen, den setze ich mir mal als Wegpunkt und es sieht ja so aus, als wäre er im Miasma. Deswegen glaube ich, werde ich mich jetzt mal so einrichten bzw. ausrüsten, dass ich genug habe, damit wir auf die Reise gehen können und ich dann quasi gleichzeitig das Zeug aus Miasma holen kann. Also, was wir im letzten Part ja auch noch gefunden haben, war dieses Schild hier. Jetzt muss ich mal kurz gucken. 2 Block, 10 Parierkraft. Und das hat 1 Block, 7 Parierkraft. Das heißt, unser Holzschild ist definitiv besser als das eine. Dann löschen wir das mal. Holzpfeile sind gut. Aber ich habe noch keinen Bogen. Das ist natürlich belastend jetzt. Wie machen wir... Achso, ich habe auch noch Feuersteinpfeile und Schrottpfeile. Das ist natürlich nicht schlecht. Wie machen wir das denn jetzt? Kann ich mir vielleicht einen Bogen irgendwo craftingern? Nee, das glaube ich muss ich wieder über mein Handwerk machen, oder? Bogen. Ah ja, nice. Und schon haben wir einen Bogen. Okay, okay, okay. Dann machen wir das doch mal so. Das kommt hier hin, das bleibt dort. Die Pfeile müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Und dann schaue ich mal, wie viel ich jetzt hier reinhauen kann, bevor das Inventar voll ist. Schutt. Brauche ich Schutt? Ich weiß es nicht. Einfach mal jetzt hier alles rein, was irgendwie so geht. Ich glaube, mehr geht aber gar nicht, oder? Das kann nicht rein, das nicht, das nicht, das nicht, das nicht. Nägel auch nicht. Soll ich mal diese Schwarzpulverdinger mitnehmen? Schadet vielleicht nicht. Dann habe ich nämlich noch einen Platz mehr. Und was könnte ich denn reinhauen? Ja, keine Ahnung. Stofffetzen vielleicht. Was kosten denn Bandagen? Ah, Stofffetzen und Garn. Okay, never mind. Dann hole ich die Stofffetzen wieder zurück und dann machen wir mal kurz ein bisschen Bandagen. Ich hoffe, das reicht mir. Achso, jetzt habe ich hier 20. Den Beschwörungsstab brauche ich, glaube ich, gerade eigentlich nicht. Ich hätte das gern alles in einer Leiste. Also tausche ich das mal mit dem Wasser. Und das hier mit den Bären. Und das hier mit nix. Na gut. Okay, dann gehen wir mal auf die Reise. Habe ich das jetzt angepinnt? Ja genau, säubere den Elixierbrunnen.
Dafür muss ich eigentlich einfach nur geradeaus. Ach so, was ich schon wieder vergessen hätte. Essen. Wir essen jetzt, wir trinken. Und kann ich die Pilze auch noch essen? Nee, alle Nahrungsslots belegt. Na gut, dann bin ich mal gespannt, was das jetzt gibt. Ich glaube, hier runter kann ich nicht, gell? War ich das? Nee, aber dann gehen wir den Weg runter, den wir schon kennen. An unserem lieben Wölfchen vorbei. Tschüss. Und zwar im Eiltempo, dass wir hier auch endlich mal vorankommen. Ich habe deswegen jetzt heute auch noch aufgenommen, weil ich unbedingt spielen will, um hier auch endlich mal vorwärts zu kommen. Ich loote jetzt hier mal nicht. Ich möchte jetzt den Elixierbrunnen säubern und ich hoffe, dass ich nicht kläglich scheitern werde. Haben wir das nicht schon gelesen hier? Ach so, sammeln. Ah, das war eine Fackel. Mal wieder. Und hier ist noch eine Bandage. Die nehmen wir auch noch mit. Das kann auf jeden Fall nicht schaden. Genau, dann erinnert mich dran, beziehungsweise ja, könnt ihr nicht. Aber dass ich dann hier Miasmaholz mitnehme. Jetzt will ich aber mal kurz gucken, ob ich das von dem Baum hier bekomme. Ah, ja. Nicer Scheiß. Ih, da bist ja du schon wieder. Hallo. Ach so, Waffe wechseln. Und jetzt ist er wieder betäubt. Armes Tuk-Tuk. Und der hat uns auf jeden Fall auch wieder Miasmasporen gegeben. Wir müssen in die Richtung. Wisst ihr was? Ich nehme jetzt einfach den Baum auch gleich mit. Was wollt ihr denn jetzt von mir? Kommen einfach wieder angeschlichen. Oh, Siegelring des Wächters. Ich muss aber erstmal hier mein Holz noch sammeln. So. Siegelring des Wächters. 8 Ausdauerpunkte und 10 Lebenspunkte. Das ist quasi derselbe. Kann ich den nochmal anlegen? Quatsch hier. Ausrüsten. Ah ja, dann habe ich die halt zweimal. Ist doch auch nicht schlecht, oder? Das ist nicht schlecht. So, hier unten ist noch mehr Baum. Oh, wo ist denn meine... Ach, da ist die Axt. War gerade invisible. Ich weiß jetzt leider nicht mehr, wie viel Miasmaholz wir brauchen. Aber jetzt habe ich 14. Das müsste doch eigentlich reichen, oder? Gehen wir jetzt da oder den anderen Weg? Standort oben. Erstmal muss ich mich umschauen hier. Ah ja, das ist wieder dieses komische Stundenglas. Können wir eigentlich auch benutzen. Und hier ist jede Menge Zeug wieder zu looten, glaube ich. Weiß jetzt noch nicht, wofür ich Mizell brauche. Aber ich glaube, das will ich danach machen. Ich will jetzt erstmal in diesen zu diesem Standort neue Orte markieren. Neuer Ort markiert. Oh, und was ist jetzt? Ich war ja ganz schlau und bin ja im vorletzten Part, glaube ich, von diesem roten Fass weggegangen. Und es hat mir jemand gesagt, dass das gut war, weil das explodiert. So, jetzt steht hier ein blaues. Was tut dieses blaue? Soll ich es ausprobieren oder nicht? Ich denke dann in dem Fall eher lieber mal nicht, bevor ich jetzt hier irgendwie sterbe. Hier ist Nick. Ja, geh weg von mir. Oh, da sind ja drei. Tschö. Kommt doch her. Hier könnten wir gar nichts. Glaube ich. Verstehe ich nicht mehr. Easy peasy lemon squeezy. Oh, ein geschärftes Breitschwert. Ey, hallo? Geht's Ihnen noch gut?
Wer war das? Und vor allem von wo? Aha, der da. Hast du nichts Besseres? Unmöglich, diese Leute heutzutage. Ah, was ist das? Leuchtfeuer füllen deine maximale Zeit im Miasma wieder auf. Stell dich in ihre Nähe, um ihre Wirkung zu entfachen. Okay, gut, bin ich. Jetzt wollte ich mir kurz das Schwert anschauen. Geschärftes Breitschwert hat 14 Schaden. Und wie viel hat das da? 17. Also ist das auch schon wieder Quatsch mit Soße. So, Standort oben. Habe ich den jetzt erreicht? Ich weiß es nicht. Was ist hier? Gehen wir mal da runter. Und gucken wir mal. Was sich da unten befindet. Jetzt steht aber wieder Standort oben. Ah ja, egal. Ich gehe jetzt trotzdem runter. Ein bisschen auf Erkundungstour. Damit es ein bisschen spannend bleibt. Was ist das? Seht ihr das? Was ist das? Genau, das Ding da. Kann ich da runter? Nee. Dann gehe ich halt hier lang. Was ist das für eine rote Pampe? Ich glaube, rote Pampe ist nie gut. Na, ich habe da, glaube ich, ein Katzenhaar. Ah ja. So, was haben wir denn jetzt hier so? Was haben wir da? Was haben wir da? Nischt. Okay. Hier ist es wieder dunkel. Einmal Fackel. Eine Truhe. Heiltrank. Auch nicht schlecht. Hier ist nur dieses Myzel. Myzel oder Myzel, ich weiß auch nicht. Und Holzscheite. Ich möchte coolen Stuff haben. Kein Myzel. Auch wenn ich nicht weiß, wofür man es braucht, aber... So. Geht es jetzt hier noch weiter? Nee. Müssen wir doch wohl jetzt hier lang. Da ist dieses Ding. Was macht man mit dem? Oh. Und da steht einer. Der hat mich aber nicht gesehen, glaube ich. Was mache ich mit dem Ding? Muss ich das bekämpfen? Oh, ich glaube, er hat mich gesehen. Tschüss. Hier, was bist denn du für einer? Hier. Wow, schnell weg. Der erinnert mich auch schon wieder so übelst an so einen Boss in Conan. Und ich hoffe, meine Pfeile reichen dafür aus. Kannst du nicht mehr drauf, Junge? Tschüss. Oh, meine Ausdauer geht langsam flöten. Komm schon, ich kann dich doch bestimmt einlegen. ja. Aua, blöd Mann. Gut, dass ich diese ganzen Pfeile schon gefunden habe. Tschüss. Scheiße, meine Ausdauer, das ist richtig belastend. Wow. Trinken? Ja, so viel hilft es auch nicht, gell? Stirb. Naja, gut, aber er ist eigentlich fast gleich tot. Ha! Hast du die Unruhe? Oh. Okay, das war gar nicht so schwer, wie ich gedacht habe. Gegenstände sammeln Miasma-Seele, Brut-Donnerwüstling-Kopf, Runen und verdorbene Axt. Nehmen wir alles mit. So. Oh, ich glaube, mein Miasma ist... Zerstöre sie in einer Holzfäller-Axt. Holzfäller-Axt? Schnell!
nicht mehr viel Zeit. Ah. Fähigkeitspunkt. Neuer Ort markiert. Und meine Zeit füllt sich gerade wieder auf. Das ist ja cool. Quest abgeschlossen. Säubere den Elixierbrunnen. Ja, okay. Und, ach so, ich hatte ja Fähigkeitenpunkte, gell? Drei Stück. Was habe ich denn bei den letzten beiden Malen genommen? Das war einmal Stärke und einmal Konstitution, auch wenn ich noch nicht genau weiß, was das bringt. Und ich habe ja gesagt, ich möchte irgendwie so eine Mischung aus Fernkämpfer und Nahkämpfer. Und ich glaube, ich wollte auf den Krieger gehen. Ich bin mir aber nicht sicher. Das muss ich mir nochmal anschauen. Die Betäubungsleiste eines Gegners wird um zusätzliche 20% erhöht, wenn du mit einer Nahkampfwaffe in das Block schlägst. Und was ist hier? Beim Angriff mit einer Nahkampfwaffe wird jeglicher Schaden um 10% erhöht. Das hört sich doch nicht schlecht an eigentlich. Erhöht dein Konditionattribut und... Na, das ist ja dasselbe. Kondition? Kondition. Erhöht dein Geschick. Bestienmeister. Ich mache das jetzt einfach mal, weil ich gerade mal ein Pünktchen übrig habe. So, und was ist jetzt hier noch so? Ups. Ach so, halt mal. Ich habe ja diese Waffe hier. Verdorbene Axt. Nahkampfwaffe Stufe 3. 14 Schaden episch. So. Und mein Ding hat immer noch 17 Schaden. Und die hat 11. Also kann ich die auf jeden Fall mit der hier schon mal austauschen. Und was mache ich mit diesem Kopf? Sein Gehirn wurde durch Pilze und Matsch ersetzt. Aber es ist immer noch ungeheuer schwer. Das Gesicht ist dauerhaft zu einem bitteren Ausdruck versteinert. Okay. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Standort oben. Aber es ist doch jetzt hier... Abgeschlossen. Liebesbrief an Königin Jasmina. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich da nochmal hoch muss. Wie viel Platz habe ich denn? Ich habe auch nicht mehr so viel Platz. Dann würde ich doch sagen, reisen wir mal kurz nach Hause. Und ich gucke, dass ich jetzt den Gleiter noch mache, dass ich noch eine Kiste irgendwie herstelle, damit ich ein bisschen Zeug ablegen kann. Ja, genau, ich denke... So machen wir das jetzt erst einmal. Was sagt sie denn? Glutal kann zurückerobert werden. Sammel Funken und biete sie am Flammenaltar dar, um die Flamme zu stärken. Funken können in einem Refugium der Flamme oder Schrein der Flamme gefunden werden. Neuer Ort markiert. Ja, ich wollte aber kurz zur Werkbank... Gleiter. Cool, den kann ich jetzt also schon herstellen. Dann machen wir das. Und für den Greifhaken stimmt der. Ja, da fehlt noch eine ganze Menge. Nevermind. Der Schmied sagt uns irgendwas. Und ich glaube, Licht müssen wir ihm auch mal herstellen. Nicht herstellen, Quatschkopf. Oswald Anders, der Schmied. Glutal hat sich verändert. Vor unserer Zeit haben die Erbauer Warten gebaut, um das Land zu überblicken. Die Warten der Erbauer. Eine davon befindet sich in der Nähe. Erklimme sie und lerne die Welt neu kennen. Worauf wartest du noch? Stelle einen Greifhaken her, wenn du Glutal weiter erkunden möchtest. Ist ja gut. So, und hier haben wir jetzt 7 Metallplatten hergestellt. Einen Metallschrott habe ich noch. Und Kohle. Hatten wir hier irgendwas gemacht? Ja, Kohle. Okay. Erstmal will ich jetzt hier ins Haus. Und dann lege ich mich jetzt mal pennen. Oh, hier ist es ja auch so dunkel. Ist das Feuer? Wieso steht jetzt hier schon wieder Sammeln? Naja. Oh, jetzt habe ich... Ach, ich habe es wieder gesammelt und habe Teer bekommen. Schön. Das braucht die Menschheit. Und heilen könnte ich mich auch mal. Schöner Sonnenaufgang. Heilen. Nein. Heilen, nicht schießen.
Was wollte ich jetzt tun? Eine Truhe herstellen. Kann ich das? Gerade aktuell. Winzige Truhe, kleine Truhe. Nägel und Holzscheite. Nägel und Holzscheite. Ich glaube, jetzt wartet mal kurz. Gehen wir mal hier hin. Oh, da brauche ich mehr Nägel. Aber ich habe nicht mehr so viel Metallschrott für mehr Nägel. Also wird es wohl bei dieser kleinen Truhe erstmal bleiben, beziehungsweise winzige Truhe. Aber dann stelle ich mir halt davon gleich zwei her. Und hier ist der Gleiter. Die Möglichkeit zu fliegen war schon immer eine begehrte Fähigkeit. Drücke in der Luft leer, um den Gleiter zu öffnen. Abhängig von der Windströmung und der Höhe des Startpunktes kannst du so sofort große Entfernungen zurücklegen. Den rüsten wir mal aus. Und dann stellen wir hier noch Truhen hin. So, zack, einmal und die andere einfach mal hier. So. Okidoki, kann ich jetzt hier, wir machen jetzt mal alles ablegen. Okay, dann ist auf jeden Fall schon mal was rüber. Dann gehen wir hierher. Das hier tun wir dahin, die können hierher. Der kommt mal weg. Dafür nehme ich hier die Fackel noch mit. Und die Fackel kann eigentlich dahin, so als Ersatz. Und dann tun wir das so ordnen. Genau, das gefällt mir schon besser. Terkan weg, Äste, Pflanzenfaser, Bandage, Runen, die Pilze. Ach so, das ist gegrillt und das ist ungegrillt. Okay, ich verstehe. Die Holzpfeile dorthin, Miasmaseele und das tun wir mal da rein und das auch. Das rostige Kurzschwert zerlege ich einfach mal. Ja, okay. Dann gucken wir jetzt nochmal bei den Quests. Da haben wir jetzt die Warten, das, was uns der Schmied gesagt hat und den Flammenaltar und Basisverbesserungen. Du kannst... dadurch kannst du das Miasma weiter durchdringen und mehr Basen bauen, um Glutal zu bewahren. Um die Flamme zu stärken, werden Funken und andere Materialien benötigt. Du kannst Funken in Refugien und Schreinen der Flamme finden. Dann würde ich aber sagen, dass ich die Überraschungsfolge heute einen kleinen Ticken kürzer mache. Hat mich mal wieder mega gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.